Hallo, ihr wunderbaren Krebsgeborenen und Krebsaszendenten. Herzlich willkommen zum Liebeshoroskop für den Dezember 2017 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Diesen Monat steht ein kosmisches Großereignis auf dem Programm, nämlich der Zeichenwechsel von Saturn in den Steinbock und in euer Partnerhaus. Damit beginnt für euch ein ganz wichtiger neuer Lebensabschnitt, sowohl für eure Beziehungen und Partnerschaften als auch für euren Erfolg und eure Karriere. Es lohnt sich auf jeden Fall für euch, darüber in einer persönlichen Beratung mehr zu erfahren. Und dann bin ich natürlich gerne für euch da. Ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder über meine Homepage unter www.antonialangsdorf.com. Beides steht unten in der Videobeschreibung oder auf der Infokarte hier im Bild. In meiner Verlosung gibt es diesmal ein schönes Geschenk zu gewinnen, nämlich eins meiner Sternzeichen-Kolliers. Ich trage hier den Steinbock, ihr würdet dann natürlich ein Krebskollier bekommen und mehr dazu am Ende des Videos. Im Dezember kann es für euch im Kreise der Kollegen funken. Vielleicht macht euch da jemand schöne Augen. Krebse in fester Beziehung genießen es, ihr Zuhause weihnachtlich zu dekorieren oder mit viel kreativem Einsatz Geschenke für ihre Liebsten selbst zu gestalten. Andere haben im Job noch ziemlich viel zu tun, aber es macht ihnen Spaß. Der Neumond in Konjunktion mit dem galaktischen Zentrum kann euch tiefe Einblicke und Erkenntnisse bringen. Jetzt schauen wir uns eure Konstellation genauer an und wir fangen an mit dem Erlebnishintergrund, also den langsam laufenden Planeten. Und da ist jede Menge los bei euch im Horoskop. Wir fangen an mit der Lilith, die steht hier in Opposition zu eurer Sonne in eurem Partnerhaus. Für viele Krebsgeborene ist das ein sehr wichtiger Aspekt, denn Lilith, die wilde Göttin, will, dass ihr euch mit euren urigen Instinkten verbindet und dass ihr euch nicht verbiegt, sondern euren eigenen Weg geht. Das ist aber gar nicht so einfach für die Krebse, weil es ihnen so wichtig ist, von allen geliebt zu werden. Aber Lilith will eben, dass ihr euch treu bleibt, auch wenn ihr dabei vielleicht mal aneckt. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut euch doch dazu bitte mein Video-Special an. Es heißt Gehe deinen eigenen Weg mit der Deutung des Lilith-Transits für alle 12 Sternzeichen. Im Dezember spüren diesen Aspekt besonders die Geburtstagskinder vom 24. bis 28. Juni. Dann haben wir den schönen Aspekt von Jupiter hier für euch im Haus der Lebensfreude, hier im fünften Haus. Und das verspricht eben auch Genuss und Lebensfreude. Ihr seid super kreativ und durch die Verbindung zu Neptun hier machen viele Krebse auch Fortschritte auf ihrem spirituellen Weg. Wenn ihr Kinder habt, dann könnt ihr jetzt Erfolgserlebnisse eurer Kinder euch drauf freuen und die machen euch dann auch froh. Und das ist auch ein guter Aspekt für Glück bei Gewinnspielen. Spielt ruhig mal Lotto und sagt mir Bescheid, ob es geklappt hat. Alles über den Transit von Jupiter durch den Skorpion erfahrt ihr außerdem in meinem Special Finde den verborgenen Schatz. Im Dezember bekommen die Geburtstagskinder vom 3. bis 10. Juli das Trigon von Jupiter direkt auf ihre Sonne. Dann habt ihr aber noch einen schönen Aspekt. Ihr habt nämlich auch noch ein Trigon, also auch einen großen Substanzaspekt zu Neptun. Und die sind ja verbunden jetzt, die beiden. Das ist natürlich super, super, super schön. Und das überschneidet sich auch mit den Geburtstagen zum Teil, nämlich diejenigen, die zwischen dem 3. und 5. Juli Geburtstag haben, die empfangen gleichzeitig auch noch das Trigon von Neptun. Also da dürftet ihr dann schon teilweise auf Wolke 7 schweben, ob es nun um die Liebe geht oder um eure kreativen Kräfte oder um schöne Pläne oder eben auch um euren spirituellen Entwicklungsweg. Besonders eben jetzt die Geburtstagskinder, die mitten im Juli im Krebsgeburtstag haben, also um den 3. bis 5. Juli herum. Aber ihr könnt sicher sein, dass sich die Kraft dieser Aspekte auch auf das ganze Zeichen Krebs verteilt. Dann haben wir ja noch die Opposition zu Pluto und der steht jetzt mitten im Steinbock. Steht bei euch auch im Partnerhaus und in einer Spannung zu eurer Sonne, haben wir schon oft drüber gesprochen. Pluto bringt Begegnungen mit Menschen, die sehr stark transformierend für euch wirken, die also eine Veränderung in euer Leben bringen. Und deswegen ist es super, super wichtig, dass ihr euch genau aussucht, vor allen Dingen in Beziehungen, aber auch bei Geschäftspartnerschaften, mit wem ihr euch da einlasst. Und diese Gegenübers von euch, ja, die neigen dazu, euch unter Druck zu setzen, weil die sind dann vielleicht von so einem süßen Krebs bezaubert und wollen den aber irgendwie verändern. Und wenn ihr spürt, dass jemand, den ihr eigentlich toll findet, anfängt und sagt, ihr solltet dies anders machen und das anders machen und er coacht so an euch rum
Und ihr merkt aber, dass ihr euch eigentlich ganz in Ordnung findet, so wie ihr seid, dann müsst ihr halt aufpassen. Ne? Weil das ist eben einfach, das kann passieren mit dem Pluto. Und natürlich bringt er auch Situationen, die euch tatsächlich auch auffordern, etwas zu ändern in eurem Leben. Aber das ist halt dann, wenn da auch was im Argen liegt. Ne? Lasst also nicht an euch rumdoktern, wenn ihr euch gut findet und alles okay ist für euch. Denn ihr habt sowieso jetzt genug Herausforderungen zu meistern und ihr könnt das nicht brauchen, dass euch Leute da irgendwie in Frage stellen oder in Zweifel stellen. Denn der Krebs ist dafür halt leider sehr anfällig. Ne? Also ihr solltet euch immer mal wieder mit euch selbst beschäftigen und wirklich für euch selber gucken, hey, wer bin ich? Finde ich mich gut? Wo finde ich mich gut? Wo möchte ich was ändern? Dass da nicht einfach andere Leute so reingrätschen können und euch da durcheinander bringen können. Ne? Ihr müsst immer wieder in eure Mitte finden, ist ganz wichtig. Und die Opposition zu Pluto empfangen im Dezember die Geburtstagskinder vom 9. bis 12. Juli. Dann sind wir noch nicht fertig. Dann ist da ja noch das Quadrat zu Uranus. Ist auch so ein großer Langsamläufer, der euch schon seit einer Weile plagt, je nachdem. Ihr steht jetzt in der dritten Dekade und wirft eben eine Spannung auf die Krebssonne. Und das bedeutet Herausforderungen, die wahrscheinlich aus dem Beruf herkommen, die aber auch vielleicht mit eurer Berufung zu tun haben, dass ihr euch überlegt, macht ihr überhaupt noch das Richtige, dass ihr da was verändern wollt oder auch verändern müsst. Uranus sind eben Veränderungen im Leben, die auch vielleicht überraschend kommen, auch vielleicht nicht unbedingt freiwillig kommen. Aber das ist jetzt nicht so, dass da einer kommt und sagt, ihr müsst euch ändern. Das sind eher so äußere Umstände, die von euch verlangen, dass ihr euch auf eine neue Situation einstellt. Wie gesagt, wenn da was läuft bei euch, auf jeden Fall mal eine Beratung holen, weil das ist sehr wichtig, das ganz genau, zu betrachten im Horoskop. Auf jeden Fall das Quadrat zu Uranus auf die Sonne empfangen im Dezember die Geburtstagskinder vom 17. bis 20. Juli. Ja, und dann haben wir ja jetzt noch den Saturn. Und der geht ab dem 20. Dezember in den Steinbock und damit hier in euer Partnerhaus. Und dort bleibt er bis Dezember 2020 mit einer Unterbrechung im Frühjahr 2020, wo er schon mal kurz im Wassermann vorbeischaut. Das ist natürlich eine große Sache für die Krebsgeborenen. Ihr müsst nun Entscheidungen treffen, ob eure Beziehungen und Partnerschaften Bestand haben. Wenn ihr merkt, dass etwas im Argen liegt, dürft ihr das nicht verdrängen aus Angst vor einer Trennung. Sonst schleppt ihr die Probleme für die nächsten 7 Jahre mit, bis Saturn euch erneut einer Prüfung unterzieht. Die Faustregel ist, Saturn trennt, was nicht mehr zusammengehört, aber er bindet das, was wirklich zusammengehört. Es kann also auch sehr gut sein, wenn eure Partnerschaft sich bewährt hat, dass ihr jetzt heiratet und damit eine Eheverpflichtung eingeht und euch dazu bekennt, mit eurem Herzensmenschen zusammen durch dick und dünn zu gehen. Außerdem habt ihr Saturn nun auch in einer Opposition, ne? Also direkt in Konfrontation zu eurer Sonne in den nächsten 3 Jahren. Und das geht häufig mit einer beruflichen Erfolgsphase einher, wo man sehr viel zu tun hat und sehr viel Aufmerksamkeit und auch Anerkennung bekommt. Alles über diesen super wichtigen Transit erfahrt ihr in meinem neuen Video-Special Die Kunst zu manifestieren über den Durchgang von Saturn durch den Steinbock. Das müsst ihr euch unbedingt anschauen, damit ihr gut informiert seid und euch auf diese Zeit gut vorbereiten könnt. Und den Oppositionsaspekt von Saturn spüren im Dezember als erstes die Geburtstagskinder, die zwischen dem 21. und 24. Juni geboren sind. Jetzt schauen wir uns eure aktuellen Konstellationen im Dezember an. Und zu Beginn des Monats stehen die Sonne, der Merkur und die Venus im Zeichen Schütze für euch im sechsten Sonnenhaus. Bestimmt seid ihr emsig damit beschäftigt, zu dekorieren und zu verschönern und habt viele nette Weihnachtsfeiern im Kreis eurer Kollegen. Die Venus im sechsten Haus zeigt an, dass Solokrebse auch am Arbeitsplatz erfolgreich flirten oder zumindest sehr beliebt sind. Aber auch für euch andere gilt, dass diese Konstellation mit Sonne, Venus und Neptun, die müsst ihr beachten, ja? Weil die nämlich anzeigt, dass es in der Liebe zu Verwirrungen und Mehrfachbeziehungen kommen kann. Und für die meisten Krebsgeborenen sind solche Situationen nicht zu empfehlen. Wenn sich da sowas anbahnt, erstmal auf kleiner Flamme köcheln lassen und nichts unternehmen, was ihr hinterher bereuen würdet. Es stehen ja noch so große, wichtige Entwicklungen für eure Partnerschaft an und da solltet ihr kein Risiko eingehen. Der Mars steht zum Monatsbeginn noch in der Waage, hier in der dritten Dekade und damit in Spannung zu eurer Sonne. Das kann euch ein wenig gereizt machen, vor allem in den ersten Tagen des Monats, wo hier auch noch Unruhestifter Uranus mit beteiligt ist. Wartet am besten mit Weihnachtsplänen noch ab,
noch ein paar Tage so, bis sich diese Spannung gelegt hat, denn es kann sein, dass ihr euch mit der Familie in diesen Tagen nicht einig werdet. Genial für euch ist die Konstellation mit Glücksplanet Jupiter und Romantikplanet Neptun, die eben auch dafür sorgt, dass dieses Gefühl von Liebe in der Luft liegt. Also diejenigen Krebse, die ihr Liebesleben in Ordnung haben oder auch völlig frei und ungebunden sind, die können natürlich das Potenzial der tantrischen Sexualität, was in diesem Aspekt steckt, voll ausschöpfen. Der Aspekt macht allerdings auch die Liebesaffären im Moment ein bisschen gefährlich, weil man immer gleich denkt, das wäre jetzt der Seelenpartner und das Größte, was einem im Leben passieren könnte. In eurem Fall könnte es zum Beispiel passieren, dass ihr euch in einen spirituellen Seminarleiter verliebt. Denkt immer an die 90-Tage-Regel. Wenn jemand wirklich für euch bestimmt ist, dann wird das auch in 3 Monaten noch der Fall sein. Und es gibt keinen Grund, folgenreiche Entscheidungen zu treffen. Noch nicht. Am Sonntag, den 3. Dezember um 16.46 Uhr, ist dann der Vollmond. Und der findet statt auf der Achse Zwillinge-Schütze. Und der kann euch ganz wuschig machen. An dem Tag wird dann auch noch der Merkur rückläufig. Aber es kann sehr gut sein, dass ihr dann eine besonders starke Intuition dafür habt, wer es wirklich gut mit euch meint und wer ein falsches Spiel mit euch spielt. Dann habe ich einen Top-Tag für euch gefunden, das ist der 5. Dezember. Das seht ihr hier schon, haben wir ein großes Trigon zwischen Neptun, Jupiter und Mond. Und der Mond lenkt an diesem Tag die romantischen und spirituellen Kräfte von Jupiter und Neptun hier in euer Zeichen. Und das ist besonders schön für alle Krebse, die ein spirituelles Gespür haben. Aber auch wenn ihr an dem Tag zu einer Weihnachtsfeier eingeladen seid, werdet ihr euren Spaß haben. Am 9. Dezember geht der Mars ins Zeichen Skorpion in die erste Dekade und damit in ein schönes Trigon zur Krebssonne. Und das ist auch wieder gut für leidenschaftlichen Sex mit jemandem, den ihr liebt oder auch eine heiße Affäre. Aber davon abgesehen ist es auch ein guter sportlicher Aspekt. Vielleicht ist es manchmal ganz gut, wenn ihr ein bisschen Sport treibt und dadurch wieder einen klaren Kopf bekommt. Der Mars im 5. Haus verstärkt natürlich auch eure kreativen Kräfte und wenn ihr Kinder habt, macht es euch bestimmt Spaß, gemeinsam mit ihnen Weihnachtsdeko oder Geschenke zu basteln. Dann habe ich noch einen Top-Tag für euch gefunden, 2 sogar. Donnerstag der 14. und Freitag der 15. Dezember. Da ist nämlich dann der Mond im Skorpion hier und der aktiviert dann die Kräfte von Mars und Jupiter und Neptun. Wenn ihr heiß verliebt seid, dann sind das für euch 2 sehr kuschelige Tage. Alleinstehende Krebse erleben in dieser Zeit einen wunderbaren kreativen Fluss. Anschließend geht es langsam auf den Neumond zu und der leitet einen sehr wichtigen Wendepunkt ein. Die Neumondphase geht vom Sonntag, den 17. bis Montag, den 18. Dezember, wobei der Neumond exakt ist, morgens um 7.30 Uhr. Und er steht auf 26 Grad Schütze und damit in Konjunktion zum galaktischen Zentrum. Das bedeutet, wenn ihr für sowas offen seid, dass ihr in Kontakt kommen könnt mit der kosmischen Weisheit. Wenn für euch wichtige Entscheidungen anstehen oder ihr euch Gedanken macht, was euch Saturn bringen wird, dann solltet ihr den Neumond nutzen und um Eingebungen bitten oder auch eure Wünsche ans Universum absenden. Wir sind zu diesem Neumond in einer besonders starken Resonanz mit den kosmischen Kräften und dürfen deshalb darauf hoffen, dass wir Eingebungen und Antworten bekommen, die uns wirklich weiterhelfen. Dieser super wichtige Neumond ist sozusagen die Vorbereitung für den Eintritt von Saturn in den Steinbock, der dann am 20. Dezember stattfindet. Und gleich darauf, am 21. Dezember, um 17.27 Uhr ist dann Wintersonnenwende und die Sonne geht in den Steinbock. Diese ganze Kombination von dem Neumond, Saturneintritt in den Steinbock und der Wintersonnenwende zeigt uns, dass diese Zeitqualität ein wichtiger Wendepunkt im Leben sein kann. Und für euch stehen ja die Planeten dann alle im 7. Sonnenhaus der Partnerschaft. Wenn ihr also in einer guten Partnerschaft seid, dann solltet ihr euch zusammensetzen und einen 2- bis 3-Jahresplan machen und euch überlegen, was ihr in dieser Zeit gemeinsam erreichen wollt. Denn mit Unterstützung von Saturn könnt ihr jetzt den Grundstein für eine produktive gemeinsame Zukunft legen. Wenn ihr Single seid, dann solltet ihr euch Gedanken machen, wie eure ideale Partnerschaft für euch aussehen sollte. Am besten zu Neumond, damit der Kosmos euch jemanden schicken kann, der zu euch passt. Am 23. Dezember wird der Merkur wieder direktläufig und so langsam sehen wir dann auch alle wieder klarer. Die Weihnachtstage sehen friedlich aus.
denn der Mond steht in den Fischen und dadurch werden viele auch in Kontakt mit dem spirituellen Potenzial des Weihnachtsfestes kommen. Ja, und tatsächlich habt ihr an Heiligabend wunderschöne Konstellationen, um das Fest so richtig zu genießen. Das ist dann für euch ein Top-Tag. Viele Krebse sind Familienmenschen und lieben die Weihnachtstage, Stress hin oder her. Wenn ihr alleinstehend seid, solltet ihr euch mit guten Freunden eine Weihnachtsfeier organisieren oder vielleicht an einer spirituellen Veranstaltung zu Weihnachten teilnehmen. Am 25. Dezember tritt die Venus ein in den Steinbock und verbindet sich dort mit Saturn, alles bei euch im Partnerhaus. Das kann eine gute Zeit sein, um ganz eng mit eurem Herzensmenschen zusammenzurücken und euch gegenseitig zu zeigen, dass ihr fest zueinander steht. Ab dem 26. Dezember bestrahlt das Trigon von Mars in eurem fünften Haus dann die zweite Dekade des Zeichens Krebs mit seiner leidenschaftlichen und sinnlichen Energie. Vom 26. bis 29. Dezember formt die Lilith erst eine Verbindung zur Sonne und dann zur Venus. Und weil sich das Ganze bei euch im Partnerhaus abspielt, könnte es sein, dass dies eine Konkurrentin anzeigt, die euch vielleicht das Leben schwer macht. In dem Fall solltet ihr eurem Partner zeigen, was er an euch hat, aber möglichst keine Szene machen. Es kann aber auch sein, dass ihr einen Konflikt erlebt zwischen euren inneren Bedürfnissen und eurem Wunsch, es allen recht zu machen. Das ist ja zu Weihnachten sowieso oft ein Problem. Manchmal wird es dann auch zu viel mit der Familie. Wenn ihr das merkt, dann sorgt dafür, dass ihr genug Freiraum habt, zum Beispiel für ein kreatives Hobby, Sport oder auch für eure Liebeslust. Denn schließlich stehen Mars und Jupiter hier im Skorpion in eurem fünften Haus der Lebensfreude. Vielleicht habt ihr ja auch Lust, eine große Silvesterparty zu feiern. Mit dem Mond in den Zwillingen in eurem 12. Haus, das ist dann hier Silvester, kommen auch diejenigen Krebse auf ihre Kosten, die zum Jahreswechsel gerne meditieren und sich daran beteiligen, die Schwingung unseres Planeten zu verbessern. Das Tolle ist ja, dass man heutzutage auch online an solchen weltweiten Meditationstreffen teilnehmen kann. Aber ihr könnt natürlich auch in eurer Nähe nach echten Menschen schauen, ob ihr Gleichgesinnte zum Meditieren findet. Das waren eure Sterne im Dezember. Am 15. Dezember geht dann auch das Jahreshoroskop online. Wenn ihr euch eine persönliche Jahresvorschau 2018 bei mir gönnen wollt, dann freue ich mich, wenn ihr euch bei mir meldet. Entweder auf meinem Kundentelefon oder direkt über meine Homepage. Die Infos dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier im Bild. Natürlich gibt es auch für euch wieder die Möglichkeit, mir in meiner Webinarreihe Antonias Sterne Fragen zu eurem Horoskop zu stellen. Der nächste Webinartermin ist am Freitag, den 15. Dezember um 17 Uhr und der erste Termin im neuen Jahr ist dann am Freitag, den 19. Januar, auch wieder um 17 Uhr. Anlässlich des Saturn-Transits durch den Steinbock möchte ich euch auch einen Online-Workshop anbieten mit dem Titel Saturn-Probleme heilen. Darin werde ich euch Tipps geben, wie ihr mit den Herausforderungen Saturns umgehen könnt und ihr könnt mir natürlich auch Fragen dazu stellen. Der Workshop findet statt am Freitag, den 12. Januar 2018 um 17 Uhr. Alle Videos zum Dezember und auch das Saturn-Special gibt es zum Nachhören auch als Podcast. Und zwar unter dem Titel Das große Liebeshoroskop von Antonia Langsdorff. Ihr findet den Podcast über die Podcast-Funktion eures Smartphones oder bei iTunes. Den Link setze ich euch unten in die Videobeschreibung. Bei meiner Verlosung könnt ihr diesmal eins meiner Sternzeichen-Kolliers gewinnen. Also natürlich das Sternzeichen, was zur Gewinnerin oder dem Gewinner passt. Und wie immer wünsche ich mir dafür von euch einen schönen, konstruktiven Kommentar mit Anregungen und Feedback. Ich finde, ihr macht das immer ganz toll und ich freue mich riesig zu lesen, wie es euch mit meinen Horoskopen so ergeht. Und der zweite Schritt ist dann, dass ihr bitte meinen Kanal abonniert. Und dazu müsst ihr einfach hier in den Kreis klicken. Dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Schaut euch auch bitte unbedingt mein neues Video-Special über Saturn im Steinbock an, die Kunst zu manifestieren. Und natürlich auch meine anderen Special-Videos, sofern ihr sie noch nicht gesehen habt. Ich wünsche euch ein wunderbares neues Jahr und alles Gute mit den Sternen.